Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Wir haben, glaube ich, die Giftdrüsen, ja, die haben wir komplett. Das bedeutet, jetzt müssen wir noch Blut einsammeln. Eine Handvoll Blut, das wird hier von uns verlangt. Oh, hier sind die Trolle. Es sieht schon mächtig aus, ne? Der Taurenkrieger hier mit seinem mit seiner T1-Rüstung. Aber ich gehe jetzt trotzdem wieder auf Skelett. Ihr seht, jetzt ist die andere Wirkung. Man kann auch klein werden. Jetzt sind wir halt ein Mini-Skelett. Ja, ist aber auch ganz cool. Ich hätte den gar nicht unterbrechen müssen. Also mir gefällt der Krieger durchaus. Also jetzt langsam war sicher, wenn ich mir so überlege, wie es noch war, als wir eine Zeit lang diese Furos-Pack hatten, da war es nicht so cool. Da hat er sich wirklich nicht so flüssig gespielt. Klar muss man hier auch abgrenzen, die Zeit, wo wo es noch vor dem BFA-Pre-Patch war, ja, wo wir wirklich die Mobs gewone-hittet haben. Auf Level 19 war das, glaube ich. Da müssten wir mal wieder in die alten Videos gucken. Da habe ich schon auf Level 19 Tausender-Crits gemacht. Das war richtig krass. Also. Aber da war es halt auch echt... Ich will nicht sagen langweilig, weil langweilig war es nicht, weil man sich doch irgendwie so ein bisschen overpowered gefühlt hat. Aber es war schon so ein bisschen Trollerlol. Ja. Ich glaube, das ist die richtige Bezeichnung. Was ist das hier eigentlich? Ach so, Silititiumes brauchen wir hier noch. Hier erstmal die Giftquest. Zack. Gargantapit. Nein, es hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es sei denn... Oh nein, es ist schlimmer, als ich dachte. Sie muss von dem gestochen sein, der sich in der Höhle versteckt hat. Ich habe ihn gesehen, als wir angekommen sind. Seine Klauen sind so groß wie Goblins. Sein Schwanz ist so groß wie ein Baum. Wir haben uns am Lagerfeuer leise über ihn unterhalten. Wir haben ihn Gargantapit getauft. Hey, lacht ihr etwa? Hört auf. Das ist alles ernst hier. Chelseas Leben ist in Gefahr. Bitte, ich werde dafür sorgen, dass es sich für euch lohnt. Bringt mir Gargantapits Giftdrüse. Bleibt gut drauf. Na gut. Den haben wir ja schon gesehen. Zack. Sanktrase der Schmetterer. Das Blut spricht. Ich spüre seinen Fluss im Sand. Durchzogen vom Tod. Eine Wüste des Leidens. Masogas Augen verdrehen sich. Da, das Blut fließt nach Süden, in ein Tal, der Knochen. Zakaru. Zakaru, Brut von Makari, dem Dunklen, der ein Opfer verlangt. Sein Vater wurde aus Sulfarak verdrängt und sein Aufstieg verhindert. Er wird noch einmal Blut schmecken. Masoga schwankt. Geht, Krieger. Zakaru hat Sanktrase. Ihr wollt nicht, dass er es behält, glaubt mir. Da müssen wir ganz schön... Ganz schön weit in den Süden. Aber erstmal hole ich mir jetzt den komischen Megaskorpion. Denn den müssen wir jetzt erstmal ausschalten. Leider kein Execute bis jetzt. Kein Execute, kein Crusader. Finde ich immer sehr schade. Jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viel Leben der hatte. Was haben wir hier? Hab ich doch gerade eine Mine gesehen. Gold! Gold!
Also generell würde ich sagen, dass Tanaris kein guter Punkt ist, um Minen zu farmen. Also da gibt es definitiv bessere Spots. Tanaris ist halt auch nicht so verkluftet. Hier gibt es ein bisschen am Rand ein paar Minen. Wobei ich natürlich auch nicht weiß, wie das jetzt im Süden aussieht. Hier könnte es ein bisschen bessere Ausbeuten geben, aber insgesamt lohnt es sich, glaube ich, eher nicht so, in Tanaris nach Adern zu suchen, nach Bergbaumaterialien, nach Erzen. Das macht eher weniger Sinn. Ich laufe jetzt gerade übrigens weiter, um hier aus dem Kampf zu kommen. Wow, ich komme nicht näher dran. Hier. Oh. Aufgewertet. Wir haben sogar noch ein komplettes Schmuckstück frei. Keine Ahnung, was das bringt hier. Wenn ich das aktiviere, gucken wir uns nachher mal an. Als erstes muss ich mich jetzt sowieso hier um wie hieß der Kerl? Sakaru. Zu Sakaru muss ich. Den will ich nicht. Nehmen wir den mal hier. Kämpft er mit uns? Und was macht er jetzt? Er kämpft nicht mit, er macht nix. Mal gucken, wie lange er bleibt. Vielleicht kann man damit jemanden wiederbeleben? Auch das wäre ein bisschen OP, oder? Wahrscheinlich geht das auch nicht. Ich guck mal eben hier, ob hier der Rahmob ist. Höllenblick. Ja, er ist da. Es ist ein Basilisk, natürlich. Hätte ich mir auch denken können. Das hätte ich mir auch denken können. Der sah ganz gut aus. Also. So, vom optischen her. Wäre ein cooles Hunter-Pet. Ich mag ja diese blaue bzw. lilane Farbe, die es dort immer wieder gibt. Das ist nicht die Kreatur, die ich brauche, aber trotzdem pull ich sie. Da hinten ist er. Sieht wieder Heini aus, von Thunder Fury aus, von Donnerzorn, Klinge des Windsuchers. Oh, der kämpft nicht. Ich weiß nicht, was er macht. Aber wir haben hier tatsächlich versiegelte Sanktrase bekommen. Komisch. Eigentlich dürfen wir diese Waffen hier gar nicht bekommen. Die droppen doch bei den Bossen in Sul'Farak. Oder gibt es nachher noch eine logische Erklärung, warum diese Waffe nicht die Waffe ist, die wir jetzt hier haben? Weil eigentlich sollte es die Waffe ja in Sul'Farak geben und nicht hier irgendwo in Tanaris bei irgendwelchen Non-Mobs. Ja. Wenn das so easy peasy wäre, hätte ich auch einfach den umlegen können. 100% Drop-Chance der Klinge. Dann nochmal den, der das zweite Teil hat. Zack, fertig. Und ich habe die epische Waffe. Aber so einfach ist es ja wirklich nicht. Da mussten wir wirklich sehr viel mehr Aufwand betreiben. Sonnenbadende Kobra. Komisch, dass wir die noch gar nicht erledigen mussten. Gibt's auch gar nicht so viele. Und eine schlechte Bot-Quest werden wir auch nicht mehr bekommen, weil die haben wir schon alle abgeschlossen. Der hat uns ja letztlich hier zu der Sandmarterwache geschickt, ne?
Ja, vielleicht werden wir nochmal zurückgeschickt. So eine Art Ping-Pong. Hin, zurück, hin, zurück. Ach Mann. Manchmal pullt man die echt ziemlich, ziemlich schnell. Das Aggro-Ziehen geht mir ein bisschen zu fixe hier. Aber gut, wir sind halt Level. Das ist halt das Problem, dass die Mobs sich alle anpassen. Also wir sind halt nicht overlevelt. Ja. Hat euch nicht besonders gemochten? Nicht nur Trolle wollen in dieser Welt Blut, Mann. Lasst uns die andere Klinge finden. Und als Belohnung bekomme ich nicht Sankt Trase, sondern hier so eine komische Waffe hier. Yang Trase entzieht sich mir, Mann. Das Blut war nicht genug. Wir müssen an etwas Stärkeres rankommen, um es zu finden. Wenn man jeden Troll braucht, um über die Runden zu kommen, dann ist ein toter Troll ein echtes Problem. Und deshalb haben die Sandwüter gelernt, wie man die Toten mit Voodoo wiederbelebt. Man fällt um und steht wieder auf. Man macht sich an die Arbeit. Immer wieder, für immer. Die Zombies, die entstehen, sind voll von dunkelstem Mojo, das zu finden ist. Geht in Richtung Westen. Da findet ihr einen ganzen Haufen von denen. Und bringt mir das Mojo, ja? Ich hätte übrigens nicht diese Einhandwaffe nehmen sollen. 58, das ist auch 58. Hätte ich nicht nehmen sollen. Ich hätte die andere, die Einhandwaffe nehmen, das Rüstungsteil nehmen sollen. Weil, wenn sich das aufgewertet hätte, hätte ich vielleicht Glück gehabt. Aber das habe ich nicht dran gedacht. Schon ein bisschen Damage. Aber nicht so viel, als dass es mich fertig machen würde. Ich mag es ja, wenn man die Mobs hier so im AOE-Cleave umnietet. Diesmal war es sogar noch besser. Und das war's schon. Sehr schön. Oh, da ist eine Mine. Und es ist Mithril, ne? Ja, oh. Mithril, da ist übrigens der Eingang von Sulfarak. Früher musste man ja tatsächlich immer noch dahin gehen. Das ist so lustig, wenn man sich überlegt. Stellt euch mal vor, was das für einen Aufschrei geben würde, wenn die Leute jetzt wieder alle zum Instanzeingang laufen müssen. Ja, es ist ja so, dass man bei den mythischen Instanzen muss man das ja immer noch, ne? Aber stellt euch mal vor, das müsste man wirklich bei jedem einzelnen Dungeon machen. Ja. Die Leute, die irgendwie auf den Eastern Kingdoms questen, die müssten dann erstmal komplett übersetzen und meistens, vielleicht haben sie dann nicht mal die Flugpunkte dort und dann müssten sie da hinlaufen. Dann allein der Weg dauert dann im Zweifel schon eine halbe bis eine Stunde und das würden die meisten gar nicht mitmachen. Deswegen wird das auch auf jeden Fall interessant, wenn im August, war es August, WoW Vanilla rauskommt, wie die Leute damit umgehen werden. Ja, das wird auf jeden Fall noch ein Spaß werden. Ich glaube nicht, dass das so von Erfolg gekrönt wird, wie das manche Leute prognostizieren. Ich denke, das wird eine herbe Enttäuschung sein. Die werden diese Classic-Server irgendwann wieder einstellen. Aber gut, hier ist das Mojo. Ja, jetzt sehe ich auch die andere Hälfte, Mann. Südlich von hier. Wir sind ganz in der Nähe, Mann. Es ist eine Oase unter dem Schlamm des Wassers vergraben. Beeilt euch. Das Ding ist diesmal tatsächlich nur unter einer Schlammschicht begraben. Das ist auch nicht allzu oft. Liebe Leute, ich mache hier dennoch jetzt auch erstmal einen Cut, glaube ich. Ist da oben eigentlich eine Quest? Nee, ne? Ich meine, dann müsste das hier eigentlich markiert sein.
Ich glaube, hier oben ist... Ist hier überhaupt jemand? Ne, hier ist nicht mal jemand. Unglaublich. Auch nicht irgendwie im Schatten versteckt, ne? Keiner. Na gut, liebe Leute. Ich mache an dieser Stelle Pause. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit Let's Play World of Warcraft. Macht's gut, bis dahin. Ciao.